Ja, gut. Ich würde einfach nicht übergehen. Genau. Dann fangen wir jetzt an mit dem inhaltlichen Programm. Und zwar muss ich am Anfang bitten um Ihre Entschuldigung. Also wir haben diese Veranstaltung beworben mit Themen innere Sicherheit, Bildung etc. etc., Landesthemen. Jetzt geht es bei mir um den Migrationspakt. Aber das ist halt so in der Politik, da geschehen unvorhergesehene Dinge und man muss auf veränderte Lagen reagieren. Und der Migrationspakt beschäftigt zurzeit die Republik. Und deshalb will ich auch hier auf diesem Fraktionsdialog zum Thema Migrationspakt sprechen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe diesen Migrationspakt, hier sind übrigens Textausgaben, also von der Jungen Freiheit, der komplette Text dokumentiert. Wer sich sehr dafür interessiert, kann eine haben, aber bitte nur, wenn man sich wirklich dafür interessiert und damit arbeiten will, es sind nur noch 5, 6 Ausgaben hier. Ich habe den durchgearbeitet, um Sie darüber zu informieren und aufklären zu können. Und ich muss sagen, das war wirklich kein Vergnügen. Also das erste Problem, das ich hatte mit diesem Pakt, war ein sprachliches. Also die großen Anfragen der Linkspartei, die sind schon sperrig zu lesen. Aber dieser Vertragstext, der toppt das noch einmal. Der ist noch schlimmer als EU-Dokumente zu lesen. Das ist ein ganz schlechter, sperriger Stil, ein abstrakter Stil. Man hat stellenweise den Eindruck, dass man gar nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Und das ist natürlich einmal Absicht, hängt aber auch sicherlich damit zusammen, dass dieser Text nicht in keiner Muttersprache verhandelt wurde. Der wurde in internationalen Gremien verhandelt, da saßen Vertreter mehrerer Staaten zusammen, die haben sich auf Englisch unterhalten, was in den seltensten Fällen ihre Muttersprache sein dürfte, und haben also die Begriffe, in denen sie sich ausgetauscht haben, nicht ganz verstanden und nie ganz durchdrungen. Denn wenn man nicht in seiner Muttersprache spricht, das weiß jeder, der sich mal die Mühe gemacht hat, auch Sprachen zu lernen, dann versteht man nicht wirklich und nicht, durchdringt nicht bis zum Schluss, was mit den Begriffen gemeint ist. Man hat abstrakte Schemata im Kopf und mit denen verhandelt man dann halt. Und dementsprechend ist auch der Text hölzern, sperrig, schwer verständlich. Ich will so sagen, der UN-Migrationspakt spricht eine Allerweltssprache, die Sprache genau der internationalen Vagabunden, die sich darüber freuen, dass die Welt für sie ein kleines Dorf geworden ist. Das ist umso bedenklicher, als er ja ein zwar nicht rechtlich verpflichtendes, aber doch bindendes Dokument darstellt. Die Begriffe sind unklar und unbestimmt, die er verwendet. Es ist da zum Beispiel die Rede von Grundleistung. Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass alle Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus ihre Menschenrechte durch einen sicheren Zugang zu Grundleistung wahrnehmen können. Was ist damit bitte schön gemeint? Sind das Grundleistungen auf dem Niveau von Deutschland? Sind das Grundleistungen auf dem Niveau von Frankreich? Was ist mit Ländern, die überhaupt kein Sozialsystem haben? Außerhalb Europas ist das der Regelfall. Die meisten Sozialleistungen auf dieser Welt werden ja in Europa ausbezahlt. Also, was ist damit gemeint? Das lässt der Pakt offen, spricht halt einfach von Grundleistungen. Dann ist die Rede davon, dass die unterzeichnenden Länder Hassstraftatbestände entweder neu schaffen oder aufrechterhalten sollen, wenn es die entsprechenden Straftatbestände schon gibt in diesen Ländern. Was ist jetzt eine Hassstraftat? Ist eine Hassstraftat, wenn ich eine Straftat begehe aus Hass, also wenn ich eine Körperverletzung aus Hass, oder ist eine Hassstraftat schon gegeben, wenn ich eine kritische Meinung äußere zu Migration? Wenn ich zum Beispiel auf einer Demo rufe, abschieben, abschieben, was sie machen, manchmal machen, ich auch, ja. Ist einem halt manchmal danach, ja. Ist das schon eine Hassstraftat? Lässt der Text auch offen. Er verwendet Begriffe, die hochgradig auslegungsbedürftig sind und die nicht greifbar sind. Und wenn sie nicht greifbar sind, sind sie auch nicht angreifbar. Und genau das ist das Ziel dabei. Das ist eine Verteidigungsstrategie. Das sehen wir auch an den vielen Widersprüchen, die in diesen Text eingeschrieben sind. Das ist im Grunde ein Text voller Widersprüche. Er unterscheidet zum Beispiel am Anfang zwischen Flüchtlingen und Migranten. Da sagt er, Sie haben es, glaube ich, hier als ersten Text auf dem ausgeteilten Blatt, Flüchtlinge und Migranten haben Anspruch auf dieselben allgemeinen Menschenrechte und Grundfreiheiten, die stets geachtet, geschützt und gewährleistet werden müssen.
Dennoch handelt es sich bei ihnen um verschiedene Gruppen, die separaten Rechtsrahmen unterliegen. Lediglich Flüchtlinge haben ein Anrecht auf den spezifischen internationalen Schutz, den das internationale Flüchtlingsrecht vorsieht. Der vorliegende globale Pakt bezieht sich auf Migranten und stellt einen Kooperationsrahmen zur Migration in allen ihren Dimensionen dar. Hier wird also unterschieden zwischen Flüchtlingen auf der einen Seite und Migranten auf der anderen Seite. Ja, aber was unterscheidet jetzt ein Flüchtling von einem Migranten? Wird hier nicht gesagt, wird auch nicht gesagt, wo es definiert wird. Wenn man das liest, hat man so ein allgemeines Verständnis, naja, der Flüchtling ist halt eben der, der gezwungen ist, sein Land zu verlassen aufgrund irgendeiner Katastrophe, Krieg. Der Migrant geht auch so, ja. Also das Verständnis stellt sich ein, wenn man diesen Text liest, so denkt man, ist es gemeint. Naja, und dann liest man aber zum Beispiel im weiteren Verlauf dieses Vertrages, dass Migranten, die aufgrund von schleichenden Naturkatastrophen, aufgrund von nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels und Umweltzerstörung gezwungen sind, ihr Heimatland zu verlassen, dass denen geholfen werden soll. Also das sind aber doch dann eigentlich Flüchtlinge. Also der macht eine Unterscheidung, trifft eine Unterscheidung und hebt die dann sofort wieder auf. Man merkt auch also im Verlauf des Textes, dass er immer wieder Fälle bespricht und von Migranten spricht. Und das sind aber eigentlich würde man darunter Flüchtlinge verstehen. Es gibt ja den Begriff des Klimaflüchtlings, den Sie kennen. Ja, der ist auch so schwirrt durch den Diskurs Klimaflüchtling. Ein Klimaflüchtling ist aber eigentlich ein Migrant, nach dem Verständnis dieses Migrationspakts. Also er stiftet ein Begriffsdurcheinander und dieser Wahnsinn hat Methode. Der prominenteste Widerspruch, der hier drinsteckt und der auch in den Medien viel diskutiert wurde, ist der Umstand, dass einerseits von Verpflichtung die Rede ist. 70 Mal heißt es in diesem Text, dass man sich zu was verpflichtet. Und auf der anderen Seite heißt es dann, er sei unverbindlich. Ja. Also was bitteschön? Das ist eine Verteidigungsstrategie. Wenn er nämlich dann dafür kritisiert wird, dass er nicht rechtlich bindend ist, kann er sich damit verteidigen, dass er auch Verpflichtungen enthält. Und wird er dafür kritisiert, dass er den Unterzeichnern schwere Verpflichtungen auferlegt, dann kann er sich damit verteidigen, dass er rechtlich nicht bindend ist. Also dieser Pakt ist vor allem und zunächst eines windig. Das ist ein windiger Text. Ich habe selten so einen schwer zu fassenden, windigen Text gelesen. Und allein das sollte uns schon zu denken geben. Das sollte uns stutzig machen. Denn in Wahrheit will dieser Text natürlich eines erreichen. Dieser Pakt will mehr Migration. Er will mehr Migration. Er sagt das nur nicht so deutlich. Wenn man ihn aber ganz liest und analysiert, dann erkennt man ganz klar, das ist das Hauptziel. Das ist kein Pakt gegen mehr Migration, das ist ein Pakt für mehr Migration. Ich würde die Zielsetzung so formulieren, wenn ich das jetzt zusammenfassen muss in wenigen Sätzen, was der will. Dieser UN-Migrationspakt will die Wanderungsbewegung dieser Welt regeln. Er will das Asylchaos beenden. Er will das Flüchtlingschaos beenden. Aber nicht, um so für weniger Migration zu sorgen, sondern im Gegenteil. Es geht darum, das Maximum an Migration herauszuholen, das unter geordneten Verhältnissen und durch die Ordnung der Verhältnisse möglich ist. Es spricht also aus diesem Migrationspakt zwischen den Zeilen auf Schritt und Tritt die Angst, dass die Industrienationen durch eine ungeordnete Migration so sehr überfordert werden, dass sie bald die Grenzen dicht machen und sich ganz abschotten. Und dann ist es vorbei mit der Migration. Das ist diese CDU-Argumentation, die man Ende 2015, dann 2016 vor allem zu hören bekam, dass sie in Selbstkritik erklärt haben, naja, wir haben den Menschen zu viel zugemutet. Das war zu viel 2015, diese Millionen, die da kamen. Wir müssen langsamer machen, damit es weitergehen kann. Das ist diese Denke, die auch spricht aus der Forderung nach einer Obergrenze von 200.000. Weil bei dieser Obergrenze denken sich Horst Seehofer und seine pseudokonservativen Freunde in der CDU, ja, bei 200.000, da können wir jedes Jahr 200.000 nehmen, das verkraften die schon. Wenn es mehr ist, dann rebelliert das Volk irgendwann. Aber 200.000, dann können wir dafür sorgen, dass dieser Migrationsfluss
ständig bestehen bleibt. Und darum geht's. Und das ist das Ziel, das ist das Kernziel des Migrationspakts, so viel Migration wie unter geordneten Umständen möglich. Und da muss ich auch stellenweise ein bisschen Kritik an meiner eigenen Partei üben. Wenn zum Beispiel als großer Erfolg gefeiert wird, dass jetzt auch die SPD ein Einwanderungsgesetz fordert. Ja, die AfD hat ja schon immer ein Einwanderungsgesetz gefordert und jetzt fordert es auch die SPD, jetzt der große Durchbruch. Unsinn. Es geht nicht darum, dass wir ein Einwanderungsgesetz haben, es geht darum, was da drin steht. Und da will ich Ihnen mal eine Anekdote erzählen aus den Anfangszeiten der AfD. Ich bin ja seit März 2013, also fast seit Gründung, Mitglied und habe am Anfang auch den Wahlkampf von VG Petri mitgemacht. Und da gab es von ihrem Plakatentwurf: Einwanderung braucht strenge Regeln. Und da ist Lucke, also im Karree gesprungen, das geht ja gar nicht, das ist ja viel zu rechts, das ist ja viel zu extrem, du musst es ändern. Und dann hat es daraus gemacht, Einwanderung braucht klare Regeln. Und das ging dann gerade so. Aber das war ein Fehler, denn genau das ist der Unterschied. Klare Regeln können auch liberal sein. Also auch wenn wir die Schleusen aufmachen und jeder kommen darf, sind es im Grunde auch klare Regeln. Nee, wir brauchen strenge Regeln. Einwanderer braucht strenge Regeln. Und deshalb kann ich das auch nicht mehr hören, diesen Ladenhüter aus Lukes Zeiten, diese Forderungen haben kanadischen Einwanderungsmodell. Kanada hat diesen Pakt unterschrieben. Kanada hat sogar wesentlich mitgearbeitet an der Erstellung dieses Paktes. Also der Geist, aus dem dieser Pakt verfasst wurde, das ist der Geist des kanadischen Einwanderungsmodells. Und deshalb sage ich, wir brauchen kein kanadisches, wir brauchen ein australisches Einwanderungsmodell. No way, hier kommt niemand rein. So, also es sei denn, er ist wirklich hochqualifiziert und wir brauchen ihn ganz, 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 ganz dringend. Und genau wie bei dem kanadischen Einwanderungsmodell, so geht es auch bei diesem Migrationspakt letztlich um das Profitinteresse des internationalen Finanzkapitals. Ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Stellen zusammengestellt, die finden Sie auch in dieser Handreichung und die lese ich Ihnen mal vor. Und ich halte diese Stellen für entscheidend, weil dort so zum Vorschein kommt, worum es wirklich geht bei diesem Pakt. Er sagt zwar immer, es geht ihm um die Menschenrechte, aber das stimmt nicht. In Wahrheit geht es um anderes. Zum Beispiel heißt es dort, dieser globale Pakt folgt der Erkenntnis, dass ein umfassender Ansatz erforderlich ist, um den Gesamtnutzen von Migration zu optimieren. Es heißt dort, wir werden in die Erschließung von Humanressourcen investieren, mit dem Ziel, die demografische Dividende bestmöglich zu nutzen. Das heißt dort, wir verpflichten uns, bestehende Rekrutierungsmaßnahmen zu überprüfen, um den sozioökonomischen Beitrag von Migranten sowohl in ihren Herkunfts- als auch in ihren Zielländern zu maximieren. Und es heißt dort, wir werden sicherstellen, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Rekrutierungs- und Beschäftigungsprozesse klar umrissen sind, wodurch die Transparenz der Lieferkette erhöht wird. Also die sprechen im Zusammenhang von Menschen, im Zusammenhang von Migration, sprechen die von Lieferkette. Das ist das Ziel. Menschen werden als Humankapital betrachtet, der Begriff kommt auch vor. Das möglichst problemlos dorthin versetzbar sein soll, wo es den internationalen Großbanken Maximalprofit verspricht. Die Menschen müssen mobil sein, sie dürfen sich nicht in eine Heimat gebunden fühlen. Sie sollen als globale Arbeitsnomaden auf jedem Fleck dieser Erde einsetzbar sein. Das ist das große Ziel des Migrationspakts. Und ja, das ist sozusagen, das ist die Utopie. Jeder Mensch auf dieser Welt soll sich jeden Ort auf dieser Welt, wenn er das will, als Arbeits- und Wohnort und Lebensort aussuchen dürfen. Totale Mobilität. Wenn ich jetzt am Wochenende werde ich diesen Vortrag eindampfen und einen kleinen Aufsatz dazu schreiben, und mein Arbeitstitel ist, wollt ihr die totale Migration? Darum geht es eigentlich in diesem Pakt. Also er besteht im Wesentlichen dann aus der Definition von 23 Einzelzielen, von 23 Teilzielen. Und ich habe zuerst gedacht, ich stelle jedes Ziel, ich nehme jedes Ziel vor und kritisiere das dann und sage, was wirklich dahinter steht, das wäre zu lang. Wird zu lang gehen, wäre auch redundant, weil der wiederholt sich auch. Das ist so ein sehr redundanter Text. Also was da auf 30 Seiten steht, hätten wir auch auf 5 Seiten sagen können. Aber ist halt ein bisschen aufgebläht. Deshalb habe ich es ein bisschen eingedampft und habe diese 23 Ziele eingedampft auf 6 strategische Hauptziele, die dieser Pakt verfolgt. Die finden Sie auch in Ihrer Handreichung. Das erste Hauptziel ist die Definition von Migration als Normalzustand. Das heißt, in diesem Pakt, Migration war immer schon Teil der Menschheitsgeschichte. Das ist so ein Mantra dieser Migrationsbefürworter. Also Migration ist normal, sie gehört zu Menschen dazu wie die körperlichen Bedürfnisse und sonst was.
Stimmt natürlich nicht. Migration war immer Ausdruck von krisenhaften Zuständen. Krieg, Naturkatastrophen. Aber Migration ist nicht der Normalzustand. Wird hier aber als Normalzustand definiert. Dann geht es darum in Ziel 2, das hört sich erstmal gut an, Minimierung nachteiliger Triebkräfte und struktureller Faktoren, die Menschen dazu bringen, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Das ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Wird hier postuliert als Ziel. Aber es ist nicht so gemeint, wie man es vielleicht verstehen würde auf den ersten Blick, sondern es ist so gemeint, dass es doch schade ist, wenn die Migranten nur zu uns kommen, wenn es irgendwo Krieg gibt oder eine Naturkatastrophe. Die sollen auch so kommen. Also das ist eigentlich, steht eigentlich dahinter, also eigentlich ist das Gegenteil von dem, was man verstehen würde, wenn man oberflächlich davon hört oder es überliest. Ja, dann soll sichergestellt werden, dass alle Migranten über den Nachweis einer rechtlichen Identität verfügen und die Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität der Wege für eine reguläre Migration ist auch Ziel. Es soll halt Migration vereinfacht und erleichtert werden. Sie soll eben keine krisenhafte Lebensentscheidung mehr sein, sondern eine normale Handlungsoption. Damit hängt dann das zweite Ziel zusammen, Absenken der Hemmschwelle bei der Migrationsentscheidung. Finden Sie auch auf der ausgeteilten Handreichung. Da sind einige Ziele dabei, die also interessant klingen, das, beziehungsweise einen erstmal verblüffen. Da heißt es zum Beispiel, Ziel 21, Zusammenarbeit bei der Ermöglichung einer sicheren und würdevollen Rückkehr und Wiederaufnahme sowie einer nachhaltigen Reintegration. Also das klingt ja fast so wie AfD, ja. Also die sollen irgendwie, es soll erleichtert werden, dass Migranten zurückkehren können. Da fragt man sich, ist das jetzt ein Migrationspakt oder wie Daniel Wald gesagt hat, ein Remigrationspakt? Naja, ich erkläre Ihnen, welcher Sinn dahinter steckt. Es soll die Hemmschwelle abgesenkt werden, auszuwandern. Und wenn ich weiß, ich kann nicht mehr zurück oder ich kann nur schlechter wieder zurück, wandere ich nicht so leicht aus. Wenn ich dagegen weiß, naja, ich kann mir nichts, dir nichts, mal dorthin und dann dahin und wieder zurück, wenn es mir passt, dann wandere ich auch leichter aus. Also wird die Hemmschwelle von der Auswanderungsentscheidung herabgesetzt. Zudem passt dann auch sehr gut Ziel 19, aus Ziel 19, wir werden die politische Teilhabe und das politische Engagement von Migranten in ihren Herkunftsländern ermöglichen. Das ist ein starkes Stück. Das heißt im Grunde, wenn die Migranten ausgewandert sind nach Deutschland, wollen wir dafür sorgen, dass sie sich weiterhin im Herkunftsland politisch engagieren. Also die ganzen Türken, beziehen Sie das mal auch auf die Türken in Deutschland. Ja? Der Migrationspakt verpflichtet sich dazu, dafür zu sorgen, dass die weiterhin in ihrem Heimatland politisch aktiv sein können, obwohl sie eigentlich nach Deutschland ausgewandert sind. Ziel 20 fordert die Rücküberweisung von Geld, also von Geldmitteln leichter zu machen. Schaffung von Möglichkeiten für schnellere, sichere und kostengünstige Rücküberweisung. Nee, das war doch 2020, genau. Und Förderung der finanziellen Inklusion von Migranten. Also die sollen auch, es soll ihnen erleichtert werden, ihr Geld, das sie bei uns verdienen, nicht bei uns auszugeben, sondern das sollen in die Entwicklungsländer geschickt werden, wodurch sich natürlich für uns dann der Nutzen des Ganzen reduziert. Aber das ist egal. Auch hier wird dann aber die Hemmschwelle zur Migrationsentscheidung herabgesetzt. Die haben sozusagen, die sind sozusagen mit einem Fuß immer in ihrem Heimatland. Mit einem Fuß immer in ihrem Heimatland. Und das ist kreuzgefährlich, weil das nämlich Integration verhindert. Wenn die nicht loslassen, wie sollen die sich jemals bei uns integrieren? Und das ist aber ganz, ganz bewusstes Ziel dieses Migrationspakts. Es geht im Grunde darum, die in Beliebigkeit dieses Phänomen aufzulösen. Also Migration in unserem Verständnis setzt ja voraus, dass man ein Land verlässt, in ein neues Land geht, dort, das ist eine Lebensentscheidung, das macht man nicht mir nichts, dir nichts, man lässt was zurück, man schließt mit was ab, man öffnet sich für was Neues, man integriert sich und dann wird man Bürger dieses Landes, wenn der Prozess klappt. So. Aber genau das will dieser Migrationspakt nicht. Und weshalb will er das nicht? Weil er auf den Weltstaat zuläuft. Wenn ich einen Weltstaat habe, dann habe ich keine Migration mehr. Weil es ja kein Land, kein Staat mehr gibt, von dem ich in einen anderen Staat auswandern könnte. Das heißt, hier ist eine neue Denkstufe erreicht. Die Welt wird im Grunde in diesem Migrationspakt ansatzweise als ein Staat schon gedacht. Das sieht man an
diesen Forderungen, die ich hier unter diesem Punkt zusammengefasst habe. Deshalb kann es euch auch keine Integration mehr geben. Ja, weil es ist dann sozusagen Weltbinnenmigration. Ja? Wir sind alles Weltbürger und wir wandern von A nach B nach C. Wozu noch Integration? Das ist das Gefährliche an diesem Pakt. Dann setzt das natürlich zwingend voraus, dass Migration entkriminalisiert wird. Migranten dürfen nicht mehr dafür verfolgt werden, dass sie sich in die Hände von Schleppern begeben. Schlepper sind zwar böse, auch nach diesem Pakt, ja, aber Migranten, die sozusagen die sich gemein machen mit den Schleppern, werden ja mitschuldig nach meinem Verständnis. Ja. Aber nein, der Migrationspakt spricht davon schuldfrei. Sie dürfen nicht verfolgt werden dafür, dass sie sich in die Hände der Schlepper begeben. Dann darf ihnen auch die Freiheit nur als letztes Mittel entzogen werden. Ziel 13, es ist de facto unmöglich, Migranten für den illegalen Grenzübertritt festzusetzen nach den Regelungen dieses Paktes. So als letztes Mittel soll es noch möglich sein, aber da sind so viele Vorstufen eingeschaltet und man verpflichtet sich dazu, alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor man einen illegalen Migranten festsetzt. Es ist also die Beschlepper... Kriminalität und die illegale Migration wird nicht durch Verfolgung der Schlepper bekämpft, sondern durch Legalisierung der Migration. Das ist im Grunde so, als würde man Diebstahl bekämpfen, indem man die rechtswidrige Eigentumsübertragung straffrei stellt. Der Staat macht sich selbst zum Schlepper. Migration wird komplett legalisiert, komplett entkriminalisiert. Ja, Das nächste Ziel, unter dem ich einige Teilziele zusammengefasst habe, des Migrationspakts, ist die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Herkunft und Zielländern. Dieser Pakt unterscheidet nicht prinzipiell zwischen Auswanderungs- und Einwanderungsländern. Das heißt dort, wir haben gelernt, dass Migration ein bestimmendes Merkmal unserer globalisierten Welt ist, Gesellschaften innerhalb aller Regionen und über sie hinaus verbindet und alle unsere Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern macht. Jedes Land ist Herkunfts-, Transit- und Zielland. Ich meine, in gewisser Weise stimmt das ja auch. Auch aus Deutschland wandern Leute aus. Aber es wandern eben ganz andere aus Deutschland als aus Syrien und Afghanistan. Aber da betreibt das eine Augenwischerei. Dann sagt man, naja gut, auch in Deutschland, da wandern Leute ein und da wandern Leute aus. Und in Syrien, da wandern auch welche aus. Und vielleicht findet man welche, die einwandern. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wenn man lange genug sucht, findet man welche. Ja. Und dann sagt man, gut, Syrien und Deutschland und alle Länder dieser Welt sind eigentlich im Grunde, alle Länder sind Herkunfts-, Transit- und Zielländer. Er macht diese Unterscheidung nicht mehr. Er verweigert diese Unterscheidung und setzt an ihre Stelle eine Nicht-Unterscheidung. Und damit wird auch dieser Interessengegensatz zwischen den Auswanderungsländern und zwischen den Einwanderungsländern nicht mehr artikulierbar. Und der besteht aber. Also wir haben kein Interesse dran, Armutseinwanderung aus Afrika und Nahost aufzunehmen. Das ist eine politische Trivialität, das ist eine Selbstverständlichkeit. Nur die Regierung versucht uns auszureden. Aber es weiß im Grunde jedes Kind, jeder selbstständig denkende Mensch weiß, dass wir unsere Sozialsysteme nicht aufrechterhalten können, wenn das so weitergeht, wenn wir die Armutseinwanderung aufnehmen. Und umgekehrt haben natürlich diese Entwicklungsländer ein hohes Interesse daran, ihren Bevölkerungsüberschuss bei uns abzuladen, indem sie diese ganzen ungebildeten und arbeitslosen jungen Männer in Afrika, das ist doch wunderbar, wenn man die einfach nach Europa die schicken kann. Und dieser Interessengegensatz, der müsste artikuliert werden und der kann nicht mehr artikuliert werden, weil man nicht mehr unterscheidet. Dann versucht dieser Migrationspakt, das hängt damit zusammen, die Deutungshoheit über das zu erlangen, was Fakten sind. Das ist das Ziel 1, Erhebung und Nutzung korrekter und aufgeschlüsselter Daten als Grundlage für eine Politikgestaltung, die auf nachweisbaren Fakten beruht. Es groß angelegte Datensammlungen beginnen. Es sollen Forschungszentren gegründet werden, die zu Migration forschen und in denen diese Daten verarbeitet werden. Er nutzt also, der Migrationspakt will den die Strukturmacht der Vereinten Nationen, das ist die Weltorganisation, ja, die haben ja Möglichkeiten, ja, die sollen genutzt werden, um Daten zu sammeln und um dann die Deutungshoheit darüber zu erlangen, was Fakt ist.
diese Institute und diese Statistiken, die werden natürlich die erste Adresse sein für Leute, die zu Migration forschen, ja? Weil die einfach Möglichkeiten haben, eine Datenbasis herzustellen wie niemand sonst. Und diesen Vorsprung, diesen Strukturvorsprung, diesen Organisationsvorsprung, den nutzen sie, um dann zu definieren, was Fakt ist und was nicht. Und glauben Sie mir, Sie werden es nicht objektiv nutzen. Deshalb das zweite Zitat, da wird es ziemlich deutlich. Wir verpflichten uns in Partnerschaft mit allen Teilen der Gesellschaft, einen offenen und auf nachweisbaren Fakten beruhenden öffentlichen Diskurs zu fördern, der zu einer realistischeren, humaneren und konstruktiveren Wahrnehmung von Migration und Migranten führt. Das heißt, wenn ich die Migranten jetzt nicht konstruktiv wahrnehmen will und nicht human im Verständnis des Migrationspakts, dann bin ich auch nicht faktenbasiert, dann bin ich kontrafaktisch. Es wird ja also der Unterschied zwischen Wertung und Faktum, zwischen Meinung und Tatsache verwischt. Und die Wertsetzungen, die Wertungen werden als Fakten ausgegeben. Das ist eine ganz, ganz perfide Strategie, die wir auch in Auseinandersetzung mit der AfD immer erleben, wenn uns vorgeworfen wird, wir seien doch kontrafaktisch, dabei haben wir einfach nur eine andere Meinung. Und genau dieses Spiel will auch der Migrationspakt mit uns spielen, dürfen wir uns nicht bieten lassen. Weiterhin will er, und damit komme ich jetzt zum letzten Großziel, das er verfolgt, Kritik an Migration kriminalisieren und tabuisieren. Das ist also eine, ich habe die Zitate hier rausgeschrieben, eine groß angelegte Kampagne. An Schulen sollen faktengestützte Informationen, wir haben wieder den Faktenbegriff, faktengestützte Informationen über Migration in die Lehrpläne aufgenommen werden, um die Achtung von Vielfalt und Inklusion zu fördern. Das heißt, wenn ich gegen Inklusion und Vielfalt bin, ist mein Standpunkt, dann bin ich schon mal gleich nicht faktenbasiert. Ja? Also das ist auf Schritt und Tritt begegnet einem dieses Spiel. Der Journalismus soll auch auf Linie gebracht werden. Also jeder Medien, die systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, bla 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 fördern, die bekommen die Geldmittel entzogen. In der Politik soll es Aufklärungskampagnen geben, Denunziationskampagnen, also Akteure auf allen Ebenen sollen dazu gebracht werden, Formen der Diskriminierung aufzudecken und zu verhüten. Und rechtlich, die Hassstraftaten hatten wir schon. Interessant ist, dass auch Migranten ermutigt werden sollen, angebliche Diskriminierung anzuzeigen. Man nährt also schon so ein Anspruchsdenken, ja, die kommen hierher und sagen, das sind meine Rechte und das darfst du nicht. Die Polizei darf nicht mehr differenzieren. Das, was man so diese Racial Profiling nennt, also wenn die durch den Zug gehen und dann sehen sie so ein paar dunklere oder die sehen nämlich deutsch aus, dann kontrollieren sie mal einen Pass. Ist ja berechtigt, weil sie wissen, dass dort Straftaten gehäuft auftreten, dass der Aufenthaltsstatus unter Umständen unklar ist und dann kontrollieren die halt bevorzugt. Darf man nicht mehr machen. Ja? Das ist Diskriminierung. Gut, das wären sozusagen die sechs Hauptstrategien dieses Migrationspaktes. Ich fasse nochmal zusammen. Er versteht Migration als Normal- und Dauerzustand. Er strebt danach, Migration zu erleichtern und die Hemmschwelle bei der Entscheidung für Migration herabzusetzen. Migration soll vollständig entkriminalisiert werden. Im Gegenzug wird die Kritik an Migration tabuisiert und kriminalisiert. Der Migrationspakt gibt seine Wertung als Tatsachen aus, macht sie damit unumstößlich und erhebt die Unterscheidung zwischen Herkunfts- und Zielländern und damit zwischen den Profiteuren der Migration und denen, die Lasten tragen, auf. Das ist kurz zusammengefasst die Stoßrichtung dieses Paktes. Dadurch wird Widerstand gegen Migration unmöglich gemacht und das sagt er an keiner Stelle, aber das setzt er an jeder Stelle voraus, Migration wird zum Menschenrecht. Da heißt es, nie Migration soll Menschenrecht werden, aber alles, was hier gesagt ist, setzt voraus, dass Migration schon ein Menschenrecht ist, dass man den Menschen nicht nehmen darf. Gut, jetzt die Frage, was können wir dagegen tun? Ganz kurz noch darauf eingehen. Ich will jetzt auch mal ein bisschen Hoffnung verbreiten, beziehungsweise dieser Panik entgegenwirken. Wenn dieser Pakt unterzeichnet wird, ja, dann tut es keinen Schlag und wir sind in einer anderen Welt. Dieser Pakt, eben weil er rechtlich nicht bindend ist, ist er ja auch nicht, aber trotzdem hat er eine Wirkung. Das ist so, wenn wir was vereinbaren in einer Partei und Hand drauf, ja, dann ist das rechtlich nicht bindend, aber kann trotzdem sehr effektiv sein. Und so ist es mit diesem Pakt. Aber das heißt, man kann jederzeit aussteigen. Also er ist nicht sanktionierbar. Und er will einen schleichenden Prozess in Gang setzen, aber schleichender Prozess heißt, man kann eben auch jederzeit aussteigen. Weil es rechtlich nicht bindend ist, könnte Deutschland zum Beispiel, nehmen wir an, was weiß ich, im Sommer eine Bundestagsneuwahl und die AfD kommt an die Macht im Bund, theoretisch, ja, und würde dann sagen, wir steigen aus, jederzeit problemlos möglich. Man kann also
immer Widerstand leisten. Und dieser Widerstand ist auch wichtig, auch gerade nach der Unterzeichnung. Deshalb keine Panik, wenn wir unsere 10.000 Flyer nicht verteilt kriegen. Bis Anfang Dezember machen wir einfach weiter. Und wenn wir die im 1. Januar verteilen, ist auch gut, weil dieser Pakt, weil er rechtlich nicht bindend ist, lebt von nichts anderem als gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist sozusagen die Währung, das ist die Kraft, die hat gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn man die erschüttert, dann wird auch seine Wirkmacht erschüttert. Jeder Ausstieg eines Landes aus dem Migrationspakt ist ein großer Erfolg, weil dadurch das Ansehen leidet. Er ist ja nicht rechtlich bindend, er ist so eine Soft Law, das heißt, er wird herangezogen zur Auslegung von Gesetzen, aber das wird er eben nur, wenn er in den Augen der Rechtsprechung als allgemein anerkannt gilt, als gesellschaftlich akzeptiert gilt. Und diese Akzeptanz, die können wir zerstören, indem wir ihn schlecht machen, indem wir diese Petition unterzeichnen, ja, die jetzt schon fast 100.000 unterzeichnet hat, indem wir einfach Widerstand leisten von der diplomatischen Ebene, wo vielleicht Regierungen, die schon ausgestiegen sind, versuchen, andere Regierungen dazu zu bringen, dass auch aussteigen, bis zur Kreisebene, wo wir unsere Flyer verteilen. Kann man diesen Widerstand gegen diesen Pakt leisten, kann man ihn beschädigen und glauben Sie mir, es lohnt sich und wir können was erreichen. Damit beende ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.